Also dann begrüßen wir euch mal, oder? Ja. Zur Closing. Ah ja, super. Super. Okay. Oh. Ja, das brauche ich noch. Ja. Okay. Moin. War geil, oder? Habt ihr was gespielt? Naturgegeben bin ich jetzt inzwischen relativ blank. Mein Gehirn ist nur noch auf Autopilot. Deswegen habe ich die Zahlen zusammentragen lassen. Ich habe eigentlich nur zu sagen, ey, ihr wart super. Hat echt Spaß gemacht. Es gab überhaupt keine Fuck-ups außerhalb von... Irgendwer hat mich mal nachts um zwei geweckt und es war nichts. mit nachts um zwei meine ich morgens um sechs und ich war seit 20 Minuten am Schlafen. Ja, bisher. Wir haben die Halle noch nicht abgegeben. Ja, also vielen Dank an alle, die auch hier mitgeholfen haben, dass das ein cooles Event wird. Wir haben 193 aktive Engel gehabt, die insgesamt 635 Schichten gerockt haben. Natürlich gibt es da wahrscheinlich wieder mal eine Dunkelziffer, die um Welten höher liegt, weil wie üblich ja nicht alles im Engelsystem verbucht wird. Ja, dann gibt es ja eigentlich seit Jahren diese Idee, die fing mal irgendwie mit Congress Everywhere an, gab es mal diese tolle Idee, dass man diese CCC-Events ein bisschen dezentraler hinkriegt. Jetzt muss ich nur gerade den richtigen Zettel finden. Hier, genau. Die Chaoswelle hat da reichlich für gesorgt. Die hatten hier einige Stationen aufgebaut und buchstäblich um die halbe Welt irgendwie dieses Event getragen. Die weiteste Verbindung, habe ich mir sagen lassen, ging nach Argentinien von hier. Also so, das ist mein Maßstab irgendwie für Congress Everywhere. Ich glaube, wo wir gerade bei Orten abseits von Frankfurt sind, könntest du vielleicht was zur nächsten Easter Hack sagen? Ja, also herzliche Einladung an das nächste Easter Hack, auch das Konzept Easter Hack Everywhere weiter zu verfolgen. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, gestern geheim abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Bekanntgabe wirklich erst hier stattfindet. Das heißt, das ist jetzt so ein Trick gewesen, uns selber auszutricksen. Es wurden, wie gesagt, 31 Stimmen abgegeben. Das heißt, wir haben insgesamt 34 Stimmen, weil eben drei Stimmen von der Klatschrunde nochmal kommen. Und haben bei diesen Stimmen jetzt auch vier Enthaltungen gehabt. Und das Ergebnis ist, dass das nächste Easter Hack in, willst du sagen? Das nächste Easter Hack ist in Würzburg. Ja, danke, Zwa. Okay, wir verabschieden schnell Zwa, die muss zum Zug. Ja, demnächst. Nee. Alles gut. Ja, was haben wir sonst noch? Natürlich keine Chaos-Veranstaltung ohne Nock irgendwie. Wir hatten 13,7 Terabyte Uplink nach draußen, 12,1 nach draußen und 13,7 Terabyte Downlink, was hier reinkam an Datenvolumen. Im WLAN gab es irgendwie gut 800 Clients, die 600 Gigabyte Traffic verursacht haben. Und ich soll darauf hinweisen, dass ein Shadow Moses sich mal bitte ein Kabel kaufen soll. Der hat nämlich alleine 300 Gigabyte Traffic hingekriegt. Über WLAN. Keine Ahnung. Ja, das ist eine Leistung, ne?
Also ansonsten waren hier auf dem Gelände 42 Access Points verteilt, die irgendwie hoffentlich irgendwie WLAN auch auf den Campingplatz und in die abgelegeneren Workshop-Räume transportiert haben. Um das alles irgendwie zu vernetzen, wurden 2,3 Kilometer Glasfaser auf dem Gelände hier verteilt. Wieso genauso Fibern sich bei so Events verteilen, ist ja bis heute ein völlig ungeklärtes Phänomen. Man stellt eine Kiste Fiber aufs Dach und irgendwann ist sie im Haus und keiner weiß wie. Und keiner hat Schlüssel für irgendwas. Ja. Was haben wir noch? Ah ja, bei Kabeln. Die Feldtelefone waren auch wieder am Start. Die hatten 14 Endgeräte dabei. Haben 2 DSL-Anschlüsse bereitgestellt, wobei ich mir das immer noch frage, wie man da das Fräulein vom Amt kriegt. Oder das Männlein vom Amt. Die haben darüber immerhin 18 GB DSL Downstream und 7 GB DSL Upstream hingekriegt. Aus Datenschutzgründen haben sie leider keine Anruferstatistik für uns. Aber ich habe gehört, an Tag 1 haben sie dann irgendwie Bohnen in die Ohren als Service implementiert in der Feldvermittlung. Das Zert lässt ausrichten, dass sie ganz zufrieden sind, weil sie hatten 16 Patienten, die meisten davon waren irgendwelche kleinen Schnittverletzungen, ein paar Brandwunden und eine aufgekaute Fingerkuppe. Unglaublich, was Leute alles hinkriegen. Und wir hatten 3 Ärzte und 20 Sanitäter, die hier das Event abgesichert haben von Seiten des CERTs. Herzlichen Dank dafür. Und in dem Zusammenhang auch, also mich sprachen irgendwann so Urgesteine hier aus dem Club an und meinten irgendwann so, sie haben noch nie so eine besoffene Easter Egg gesehen. Und dafür, Riesenapplaus, es gab 0 Schunkopfer, die im Zert ankamen. Also bitte? So, wo wir dabei sind, und Chunk und so. Wir hatten so für die Bar irgendwie, die Bars haben irgendwie 90 Kisten Flora Power durchgesetzt und leider nur 50 Kisten Club Mate. Das, also ich finde den, also ich persönlich finde diese Tendenz gut. und irgendwie sind 130 Flaschen Rum verdampft mit irgendwie 91 Litern Rum drin. Also, wo die geblieben sind, keine Ahnung. Die Küche hat irgendwie 2000 Eier auf der Veranstaltung hier durchgezogen. Erstmal, hands up, wir haben unglaublich viele Engel in der Küche gehabt. Danke euch. Und ein deutlicher Trend der letzten Jahre irgendwie, der sich fortsetzt, der Club wird gesünder. 150 Kilo Bananen, 70 Kilo Äpfel und 40 Kilo Paprika. Und fast nur 800 Liter Kaffee. Meine Funkverbindung? Ah, doch, wieder da? Nein. Doch, okay. Und nur 800 Liter Kaffee, also irgendwie scheint da so ein Generationswechsel gerade stattzufinden. Also vor ein paar Jahren hätte ich hier, glaube ich, noch gestanden, irgendwie noch mehr Alkohol als auf der anderen Liste. Waren auch nur 500 Kekse, also da geht noch was. Genau. Für die Bespaßung hier mit Deckt war das POC da. Die hatten 172 Nebenstellen, davon 133 im Decknetz, 30 über SIP angebundene und 9 sonstige.
Dann gab es ja diesen Osterhasen-Näh-Workshop. Und irgendwie Nähen ist ja auch so eine neue Trendsportart im Club. Es waren 7 Nähmaschinen im Heckcenter am Start. Die älteste von 54 und damit wahrscheinlich älter als die meisten Teilnehmer hier. Die jüngste Maschine ist von 2016, da weiß ich zuverlässig, dass es nicht der jüngste Teilnehmer hier war. Und ein Ben Sorian sollte sich doch mal eine eigene Maschine zulegen, wurde mir gesagt. Der Name wurde so oft gestickt, da würde sich die Investition langsam lohnen. Ja, ach so, dann hatte ich hier noch so einen komischen Zettel, den ich gerade nicht finde. Es gab hier wieder die Pixelflut, die seit einigen Jahren immer so durch die Chaos-Events eskaliert, die kleineren. Ich musste da mehrfach hingucken, als ich die Zahl gesehen habe, aber also ich bin da noch nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber man sagte mir 50 Terabyte an Pixeln dahin gesendet. Ich höre deutliche Ja's auf Reim des Nox, das scheint zu stimmen. Okay, mir wird gerade noch zugerufen, die durchschnittliche Bandbreite wäre bei 2, irgendwas Gigabit pro Sekunde gelegen. Okay, damit bin ich, glaube ich, mit dem Zahlen- und Statistikwust durch. Auch ich hoffe, es hat euch sehr gefallen hier und würde mich jetzt noch freuen, wenn viele, viele, viele von euch noch mit beim verbleibenden Abbau helfen. Ja, ja. Damit wäre ich durch. Paar Ansagen zum Abbau. Wir haben Spock hat eben mit den Armen gerudert und mich abgelenkt, weil ich wollte erst was anderes sagen, aber dann sage ich erst das, was Spock will. Wir haben diese Kopfhörer. Steht Sound irgendwas drauf? Silent Event steht drauf. Die waren gemietet, bitte zurückbringen. In die Lounge unten. Ihr kennt das meiste Equipment, was hier rumsteht. Das CCCV-Equipment, wenn es draufsteht, dann bitte im Hackcenter stehen graue Boxen, da reinwerfen, sortiert am besten. Die Tischswitche bitte stehen lassen. Die Tische, bis auf die, auf denen Switche sind, bitte, wenn ihr schon mal wollt, zusammenklappen, stapeln. Nicht wegräumen, nur stapeln. Stühle genauso, nur stapeln, nicht wegräumen. Wenn etwas irgendwie festgeschraubt ist, dran lassen. Wenn es festgegaffert ist, vielleicht abmachen. Wenn ihr irgendwo Sticker seht, Kleber seht, versuchen abzukratzen. Ja, nein, nicht mit der Stichsäge da ringsrum, nein. Fällt mir noch was ein? Gute Heimreise, ja. Da draußen ist Osterverkehr. Ich darf hier noch ein bisschen abbauen. Ich auch. Einen haben wir noch, falls ihr was vergesst. Wir haben eingerichtet eine Lost@E-Mail-Adresse, also wie die Ticketmail lost@er17.eastegg.eu. Wenn irgendwas fehlt, ansonsten gibt es dann auch irgendwann ein Wiki dafür. Ja. Wenn ihr was gefunden habt, könnt ihr es auch abgeben. Genau, ab 16 Uhr gibt es nochmal die T-Shirt-Ausgabe für die vorbestellten T-Shirts und Hoodies, Zipper. Und die Küche lässt noch ausrichten, dass es jetzt ab demnächst irgendwie noch Abbauhelferessen gibt, so zur Steigerung der Motivation. Und es sind wohl noch genug Brötchen da, also schmiert euch durchaus noch eine Stulle für die Heimfahrt oder so. Oder auch 2, 3, 5. Viel Spaß! Einer noch. Wir waren beim Opening zu dritt. Tiny kann nicht mehr reden.
der lässt sich entschuldigen. Er hat hauptsächlich die Küche gemacht. Wenn es euch geschmeckt hat, jetzt nochmal. Und nochmal eine Sache, macht mehr so kleine geile Events. Der Applaus gerade eben entschädigt sehr für die letzten 4 Tage. Ja, dann raus, abbauen.